Hallo und willkommen zu meinem ersten Top 5 Video oder es wäre ein Top 6, ich weiß noch nicht ganz. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass es wie gesagt mein erstes Top 5, Top 6, Top whatever Top Video ist und ich wäre euch dankbar, wenn ihr das nicht so übel nimmt, wenn das irgendwie schlecht ist. Ich meine, man fängt immer, sag ich mal, ich bin jetzt noch ein Neuling in dieser Szene, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, ob ich sowas öfters machen werde oder ob das mein erstes und letztes Video war davon. Je nachdem, ob ich Lust habe oder ihr Lust habt oder bla bla bla. Ja gut, es ist einfach so, ich wollte das kurz sagen. Und was auch noch ganz wichtig ist, nicht, dass ihr denkt, dass es irgendwie geordnet ist nach Lieblingsspiele. Ich habe es einfach an eine Reihe geklebt, fertig, aus. Und ich mag alle Spiele so gut wie fast gleich, aber größtenteils ist es einfach nur, sag ich mal, unmoralisch geordnet und ja, da sind bei weitem noch nicht alle Spiele drin, die ich wirklich mag, weil ich habe nicht mal alle wirklich, also alle Spiele für PS4 zum Beispiel. Es gibt auch PS3-Spiele, es gibt auch Spiele, die ich für PS3 hatte, aber PS4 nicht habe und so. Ihr versteht, ne? Gut, deswegen werde ich vielleicht irgendwann nochmal einen zweiten Teil rausbringen von oder mehrere Teile von meinen Lieblingsspiele oder sowas. Ja gut, dann würde ich meinen, auf jeden Fall danke fürs jetzige Zuhören und viel Spaß mit dem kommenden Video. Ciao! So, da fangen wir mit dem Top 5 Spiel an und zwar ist das Final Fantasy 15. Das Spiel ist erstens einer meiner Lieblingsspiele, weil ich ein sehr großer Final Fantasy Fan bin. Genau wie ein Großteil meiner Familie. Keine Ahnung, das liegt irgendwie in der Familie. Und ich liebe es auch gegen riesengroße Bestien zu kämpfen, auch wenn ich kleiner bin. Und die Herausforderung... Ah, so gut. Ich liebe dieses Spiel einfach nur. Es hat umfangreiche Quests. Es ist nicht immer das Gleiche. Du lernst neue Personen kennen. Du magst manche Charaktere mehr als andere. Zum Beispiel ein Kumpel von mir, der mag Ignis aus der Gruppe am meisten. Keine Ahnung warum, aber er findet... Also er mag Ignis am meisten. Ich bin eher so der Noctis-Fan. Ja, Noctis Gladius, sowas. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, ihr könnt euch eure Favoriten raussuchen oder ihr mögt diese Charaktere. Ihr leidet mit, wenn der Hauptcharakter leidet, wenn ihr so emotionale Gamer seid. Was heißt emotional? Wenn ihr das Spiel wirklich fühlt, sag ich jetzt mal. So wie ich, das baue ich euch jetzt. Bin ich vielleicht interessiert, den einen oder anderen von dem Spiel sogar. Deswegen, ganz ehrlich, das hat einen Platz hier verdient. Es gibt so viele Möglichkeiten in diesem Spiel, das ist unfassbar. Ich kann alle in einem Video aufzählen, aber dafür bräuchte ich eine Stunde vielleicht. Ja, weil ich bin selber noch recht nah am Anfang, weil ich immer die Sidequests mache, weil ich keinen Bock habe auf die Hauptstory. Nicht, weil sie schlecht ist, nein, weil sie zu gut ist, weil das letzte Mal... Als ich weitergespielt habe, war ich dann ein bisschen sad, weil etwas passiert ist, was mir nicht gerade gefallen hat. Und ja, deswegen würde ich meinen, ein verdienter Platz in dieser Liste, in meiner Liste. Und da würde ich meinen, wir sehen dann bis zum nächsten Spiel. Nicht gut. Was sollen wir jetzt tun? Sehen wir im Keller nach. So, da sind wir bei Until Dawn angekommen, beim Platz 4. Es ist ein wirklich verdammt geiles Horrorspiel. Es ist ganz einfach erklärt, die Story ist geil, die Click-Time-Events sind geil, No Movement, die haben einfach so viel Liebe in dieses Spiel reingesteckt. Entscheidungen, jede Entscheidung
kann dein Schicksal verändern. Die Totems, die dein in der Zukunft so voraussagen, je nach Spielweise, die du spielst. Die Charaktere, die auf deine Spielweise reagieren. Zum Beispiel der Psychologe. Der hat anfangs auch immer auf deine Spielweise reagiert, als er dir noch geholfen hat. Die Story war verwirrend, aber wenn du es nach einer Weile wieder auf... wurde sehr aufgeklärt durch die Story. Einfach nur Oberhammer. Nice Spiel, ohne Witz. Es hat alles. Es hat wirklich verdammt viel Grusel. Würde ich jedem empfehlen, der Horror liebt. Und ich würde meinen, ja, es war ein ziemlich geiles Let's Play. Hat mich gefreut, das Let's Play zu dürfen. Und ich bin sowas von froh, das durchzuhaben. Weil mich hat das Ende schon interessiert, wie mein Ending aussieht. Freunde, Verwandte von mir haben es auch durchgespielt. Und die hatten bei dem, zum Beispiel mein Cousin, bei dem haben nur zwei überlebt, anstatt, und bei mir haben es halt drei überlebt, und zwei davon, ich glaube, seine zwei, die überlebt haben, mochte er nicht mal. Also ist echt ein cooles Spiel, kann ich jedem nur empfehlen, der Horrorspiele mag. Und damit ich meine, wir sehen uns bei Platz 3. Platz 3, Battlefield 1. Was will ich zu Battlefield 1 sagen? Ich bin Fan von Battlefield, von der Battlefield-Reihe. Ich hab zwar mit 3 angefangen, das dann aber auf der PS3 leider irgendwann verloren ging oder kaputt, ich weiß es nicht mehr. Ist schon lange her. Und dann habe ich einfach mit Battlefield 4 angefangen. Und seitdem suchte ich diese Spiele. Ich liebe Battlefield. Ich bin ein großer Fan davon. Zwar noch nicht so groß wie... vielleicht noch so groß wie Final Fantasy. Je nachdem weiß ich noch nicht ganz genau. Aber was will ich zu dem Spiel sagen? Ich habe bisher noch nicht die Story gezockt von 1, aber die Story von 4 war echt ziemlich geil. Und zum Multiplayer kann ich aber einige Sachen sagen. Es gibt vier verschiedene Klassen. Einmal den Sturmsoldat, einmal den Speer, also den Scharfschützen, dann noch den Medic und dann noch, ich weiß nicht, wie der andere hieß, Versorgungsdings, aber ich sag, keine Ahnung. Auf jeden Fall, echt nice Spiel, kann ich auch jedem empfehlen. Hat ein nice Setting, nice Maps, nice Gameplay und es macht einfach so viel Spaß mit Freunden. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ist ja nicht jeder seine Sache, aber jeder, der irgendwie Erste Weltkrieg so Geschichte mag, so für den, denke ich, wird das Spiel ziemlich interessant sein. Und ich muss sagen, ich spiele es heute immer noch gerne, genau wie den vierten Teil. So, kommen wir zu Platz 2, The Rise of the Tomb Raider. Ganz ehrlich, ich habe mich in dieses Spiel verliebt. Es ist einfach, ich habe den Vorgänger gespielt, das war, das war, irgendein Tomb Raider, ich weiß nicht mehr, ich glaube, so als Survivor is Born, ich glaube, aber das war nur dieses Motto von dem Spiel. Aber ohne Witz, die Grafik, die Handlungen, die Story, die Rätsel, die ohne Witz, es ist einfach nur geil. Und gerade bei zum Beispiel diesem Moment, wenn du nicht weißt, was auf dich zukommt, dann kriegst du einfach einen kurzen Herzstand, weil du nicht sterben willst, weil du sowas nicht sehen willst, weil du ihr, den Lara Croft, das nicht antun willst, weil, keine Ahnung. Sie, also zumindest liegt sie mir sehr am Herzen vom Games her und deswegen will man, sag ich mal, spiele ich extra vorsichtig und versuche ihr so wenig wie möglich viel zu tun und keine Todesszenen zu sehen, weil manche sind da echt sehr, sehr widerlich und grausam, was das angeht. Ich habe eine gesehen und danach bin ich offline gegangen und habe mich schlafen gelegt, ja, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte.
Bin ich ehrlich. Aber es ist echt ein cooles Spiel, halt geile Story. Coole Charaktere, Charaktere, die sogar im Vorgänger dabei waren. Und es ist echt für jeden, der irgendwie so Adventure-Spiele mag, mit ein bisschen, sag ich mal, mit sehr viel Schießen, so halt Adventure, ne? Adventure-like und Jump'n'Run und Rätsel. Für den ist das Spiel auch ziemlich eine geile und gute Investition. Kann ich nur empfehlen, wie jedes andere Spiel, was ich glaube ich jetzt erwähnt habe. Ja, ich spiel's gerne. Und ja, ist jede seine Sache, ob es mag oder nicht. Gut, die Szene, die ihr seht, der rechts da, ist jemand vom Trinity Orden, den wir sozusagen versuchen zu bekämpfen. Ja, ich will nicht zu viel von der Story spoilern, deswegen erzähle ich da lieber nichts drüber, weil ich keinen Bock habe, euch zu spoilern. Und im Nachhinein bin ich das Arschloch hier. Und ja. Und da ich nicht das Arschloch sein möchte, würde ich mal, wir springen zum nächsten Spiel. So, wer hat es erwartet auf Platz 1? Da muss ich ehrlich sagen, da habe ich das... Ich habe Overwatch auf Platz 1 genommen, weil ich das Spiel einfach am meisten gespielt habe in der letzten Zeit oder allgemein in den letzten... Seit ich meine PC habe, spiele ich dieses Spiel eigentlich am meisten. Ich habe jetzt schon 300 irgendwas Spielstunden in diesem Spiel und ich kann es heute immer noch spielen, auch wenn ich in letzter Zeit sehr angepisst bin, weil ich wieder selber eingerankt wurde. Danke Overwatch, obwohl ich immer... Healer gespielt habe, ist auch egal, bei den Placements habe ich auf jeden Fall irgendwie, keine Ahnung, Glück, ist auch egal. Es geht ja um das Spiel, es ist einfach ein Online-Multiplayer, just, es gibt keine Story, beziehungsweise es gibt nur Stories auf YouTube, die man sich angucken kann, zu den einzelnen Charakteren, so ein bisschen so reingucken, dass du ein paar Hintergrundgeschichten von denen weißt. Es gibt verschiedene Skins, ich meine, klar, für jeden ist es was anderes. Manche können es, wie ich, einfach wirklich ihr Leben lang spielen. Manche ja weniger, weil es da für die keinen Sinn ergibt. Aber ich finde das Spiel einfach over nice. Ich spiele es heute auch immer noch gerne. Und da würde ich meinen, das war's mit diesem Video. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einer positiven Bewertung oder einem Kommentar. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. So, was ich für Dummkopf natürlich so schlau wie ich bin manchmal vergessen habe zu sagen, war, wollt ihr sowas öfter sehen? Also wollt ihr wirklich öfter Top 5 Videos sehen oder Top 10 oder bla von verschiedenen Sachen, sage ich jetzt mal ganz easy. Ich meine, mit der Zeit werde ich mich auch steigern und wird besser. Das war jetzt mein erstes Mal, dass ich sowas überhaupt gemacht habe. Und ich hoffe, es ist nicht so scheiße geworden, dass ihr das bloße Kotzen kriegt. So, ja, ne. Gut, und ja, gut, dann würde ich meinen, danke nochmals fürs Zuschauen. Und ich hoffe, euch hat das Video wirklich gefallen. Schreibt eure ehrliche Meinung in die Kommentare. Und ob ihr sowas auch mal sehen wollt. Und da würde ich meinen, haut rein.